willkommen heute aus dem schönen Italien, wo es vielleicht noch warm sein könnte, auf jeden Fall im schönen Stadion von Juventus Turin, das Ding auch so benannt, einfach nur Juventus Stadion. Und Dortmund, nach dieser Final-Pleite zu Hause gegen Ajax, muss heute was gut gemacht werden. Wir sehen sie auf dem letzten Platz, Juve, auf Platz 1 und... Das ist eine Aufstellung, Juventus interessiert uns wenig auf jeden Fall, ein Torsteher des Ferrari, wie gesagt, Buffon hat sich schlimm verletzt und kann lange Zeit nicht spielen. Und bei uns auch Wechselspieler, BVB, Lenglet, Sokrates, Kehl, Schalin und Großkreuz, Schalin sind Vorwand der Verteidigung, Lukas, Piszczek, Subotic, Hummels und Schmelzer, Mittelfeld, Bender, Rüdiger, Lobon, Jan, Blaschikowski, Reus vorne natürlich. Robert Lewandowski zu Ring heute mit Anstoß zu Hause in Dürren. Der Ball ist orange und wir jetzt erstmal in der Verteidigung. Ich steuere Dortmund und wir sind zu Gast heute in den hellen Trikots. Jetzt im Ball. Nicht da. Vidal. Nach der Bleibe gegen Ajax ist es richtig schwer, wenn man muss. Nur die ersten zwei Teams kommen weiter und gegen Juve und Barca wird es richtig schwer und wir haben gleich die erste Möglichkeit, der BVB hatte aber auch gegen Ajax deutlich mehr Chancen, hat sie aber nicht genutzt und ja, dann müssen wir mal gucken, dass der BVB Meister sein wird. Kuba Blaschikowski, das ist der Jakub, der Polne. Boah, der zieht so mit und jetzt den kann er selber fliegen, oder? Doch! Jakub Blaschikowski, der letzte Minute macht, der Polen wieder rechts, steht auf 1:0 für die Dortmunder. Und eine noch bessere Erinnerung, nach dem noch zu Hause, im großen Signal Iduna Park, über, ja, was weiß ich, vielleicht über 80.000 Fans, nicht jubeln lassen hat, indem er keine einzige Tor geschossen hat. Hier, leider etwas mehr als 10 Minuten. Etwas, obwohl man hier nur wenige Fans im Stadion zum Jubeln bringt, nur ca. 5.000 oder richtig weniger. Wir reisen nach Italien, wie gesagt, nicht schlecht. Heute fit wieder beim Spiel. Dame Jubel, der Name, oder Mann die Platte. Wir haben natürlich kaum zum anderen Schuss, allerdings am Tor vorbei. İlker Gündoğan. Für Andrea Pirlo, von dem letzter Zeit gar nichts zu sehen. Oh, das ist ein schöner Pass. Und das ist wieder Blaschikowski, der macht heute sein bestes Spiel. Also normalerweise, wenn ich auch so vor dem, ich diese Let's Play begonnen habe, vor dem, ich musste den wirklich immer richtig schnell auswechseln. Der hat wirklich nichts gebracht und heute hilft er der Mannschaft richtig. Und wie gesagt, Mkhitaryan ist immer noch verletzt, kann nicht mitspielen. Und so wird der arme Kerl. Aber auch ein 1:0 reicht heute in Turin. Hauptsache 3 Punkte. Wir schon bei Bayern 04. Hauptsache die 3 Punkte. Bayern 04 hat nur einen geholt, wenigstens. Und hier um Holz. Und die Posen. Mal schauen, ob sie die Aufgabe erfüllen. Jetzt Sven Bender, sein Bruder Lars bei dem Spiel für Bayer klasse abgeschnitten. Jetzt er, vielleicht auch ein Tor, genau so! Schließt man trocken ab. 37. Minute, Sven Bender. Dann wieder rechts. Wartet nicht, sondern zieht einfach locker ab. Und perfekt ins Eck. Keine Möglichkeit für Ferrari, der hier seinen Champions League Auftakt bestreitet hatte. Seine erste Champions League Partie für Juventus
Theorien und bekommst gleich wieder erstmal das 2 eingeschenkt. Offenbar, vielleicht noch eins. Obwohl, ja, genau, das ist es. 3-0, man lässt Jubel hier wegschauen. Außerdem Trophäe, vielen Dank. Und es steht bereits 3-0, das in der 41. Spielminute. Und man zeigt, jetzt spätestens sieht man, dass da war nur ein neuer Aufrutscher gegen Ajax. Und wir können besser spielen. Wir zu sehen 4-0 für den BVB. Marco Reus da vorne. Kurz vor der Pause. Die Nummer 11, Marco Reus in der Realität ja verletzt gewesen. Jetzt zurück. Und er zeigt auch hier seine ganze Klasse über Willis Ferrari. Es steht 4-0. So, Pause oder früher, ich bin mir gar nicht sicher. Jetzt vielleicht mal was von Turin, hier sehen wir, vielleicht eine Möglichkeit, aber kaum kommen sie vor. Ist es abseits oder irgendwie, ist die Verteidigung zur Stelle hier, Variante. So, also auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Pause weiter. Freier, Story, fängt ihn auf und jetzt ist es. Und Pause, wir spielen wir das 2-0 lang ab. Stoß, oder? Ja, jetzt ist weiterlaufen. Jetzt ist abgegriffen. Das Video bereits über 6 Minuten lang. Wechsel brauche ich nicht. Alles passt perfekt. Und die Borussen mit und Jürgen Klopp gehen hier auf Torejagd. Richtige Torjäger sind es in seiner Mannschaft, nachdem man so offen gesagt nichts gemacht hat, sondern nur 2 Tore reingelassen hat, jetzt heute eine deutlich sichtbare Verbesserung. Nächster Angriff und Sommeri ist wie zum Glück noch dran, also ich sehe es mal aus italienischer Sicht. Und ich weiß es nicht, was würde jetzt der italienische Kommentator denn sagen? Würde er sowas sehen? Tut mir natürlich leid für alle Italiener, aber irgendwie klappt bei Dortmund heute wie eine Schnur gezogen. So, nächster Torter, aber lange ist auf dem Abseits. Aber richtig knapp, denke ich mal. Also, das sah ja deutlich aus, aber es war richtig knapp. Hier sehen wir es, aber sowas kann ein Schiri definitiv nicht sehen. Ich weiß nicht, ob es korrekt war. Also, ich gehe mal davon aus, auf FIFA gibt es keine Fehlentscheidungen, aber hier haben wir klar gesehen, da sieht kein Mensch, kein Schwein in Wirklichkeit, also, ja. Und wieder, klasse, das ist diesmal Leber und auch der, ah, oh, Klopsen, da habe ich schon gesagt, noch der war es einmal, nutzt die Gelegenheit, nur Pass, auf jeden Fall Zeit, ist weg. Lagner. Nach dem ersten Spiel, wie gesagt, -2 beim Torwart. Ich habe jetzt einmal +2, denn diese 4 Tore, die sind richtig viel wert. Und für Solari ist das natürlich nur ein Albtraum heute. Was hier heute passiert, jetzt vielleicht mal Jubel im Angriff, aber gestoppt und gleich wieder ein schneller Angriff von dem Team aus Borussia aus Dortmund. Klasse, danke wieder und 5-0. Robert Lewandowski! Und ich glaube, ich werde wieder über die Karte wechseln, das passt. Da will ich keine Weihnachten mehr umnehmen, auch wenn ich wieder Mitte sind, geht mir auch am Arsch vorbei. Und ich lasse die einfach spielen, ich lasse die Tore schießen und es hagelt hier. Die Bälle hinter die Linie. Und Solari. Greifball hinter sich. Aber wirklich, ohne Ende. Jetzt mal ein Test und wir sehen, Lorenzo konnte für Vucinic, der ganz zerstört am Boden ist. Jetzt geht er wahrscheinlich ein Vorzeichen in die Kabine, denn sowas will kein Jubelfan sehen. Der BVB hört nicht auf, die Tore hier zu schießen und bei Juve klappt einfach gar nichts.
Yes, die Bälle einfach nur vorgehauen und dann passieren eben irgendwelche Fehler, die dann vom BVB bestraft werden. Jetzt vielleicht mal TV. Vielleicht noch mal Physio. Und jetzt, vielleicht kann er ja mal schießen, oder? Genau! Genau so schießt man, Juve. Das kann man sagen. Genau so schießt man. Aber wenn Juve so weiter spielt, bevor es weg und schon klappt nichts, dann können sie sich den Weg ersparen, wenn sie ins Achte, den sie ins Viertelfinale wollen und ins Halbfinale weiter, dann sparen sie das Fluggeld. So, jetzt gibt es gleich nochmal den Wechsel, und zwar Pogba zu Marchisio bei Juventus. Ja, wie gesagt, schon angedeutet, sie will es wechseln. Ich belasse es dabei, es sind noch ein paar Minuten, die können Sie noch aufhalten. Pierre-Emerick Aubameyang. Genauso findet man eine schwache Verteidigung auf und dann gibt es auch mal einen Eckstoß. Gut rauskommen, mal sehen, jetzt sehen wir, wie rot die Ecke sind. Einfach nur spitze und dann von hinten und auf der Schuss an den Pfosten. Klasse. Geschossen, aber nichtsdestotrotz, der BVB bleibt im Angriff. Und die machen alles so, wie man sich ein Champions League Fußball spielt. Sehen wir, entschuldigen sich für diese Ajax-Pleite, oder ich sage das 6-0, sollte es zählen, macht Hummel. Und ein Verteidiger darf mal hier zu sehen. Klasse, keine Abzeit. Und Solari bekommt ein halbes Tuch zum einen geschenkt. 6-0 für den BVB. Wer hätte das gedacht? Das Haares, die Tore. Und jetzt vielleicht mal eine Möglichkeit für TV, für Juve. Genau so. Versuchen Sie es vielleicht mal. Aber wenn, dann ist Weidenfeller. Macht auch eine tolle Partie. Ein Schuss aus dem Tor. Und das war's. Der BVB feiert ein wunderbarer Sieg. Kuba in der 11. in der 37. Belgien in der 41. Pierre-Emerick Aubameyang in der 44. Reus. In der 68. Lewandowski und im grünen Abschluss in der 90. Max Hummel, Juventus 0, Borussia Dortmund 6, so sieht man. Was passiert, wenn ein wichtiger Torhüter fehlt und so eine Heimpleite kann man sich einfach nicht erlauben. Da bin ich mir wirklich ziemlich sicher. Keine weiteren Spiele verfügbar, aber selbst tun dann, ich weiß es nicht, ob wir es schaffen, aber egal, auf jeden Fall. Und sollten, wenn der BVB anreist, also dann sind da, steht sicherlich ganz Dortmund hier am Schnür, dann hier sehen wir die Tabelle, wo Bayern führt, da erstmal was ab an und da haben wir FC Bayern München, der TSG, Malaga und Inter. Mit 0 Punkten haben wir alle Tabellen nochmal. Gruppe A! Bayern München mit 6 Punkten, 1, dann TSG mit 3 Punkten auf Rang 2, Malaga auf Rang 3 mit 3 Punkten und Inter, das Flutlicht der Gruppe A mit 0 Punkten. Dann Gruppe B, FC Schalke 04 mit 6 Punkten, vorne dann Real Madrid mit 4 Punkten, Atletico mit 1 Punkt und Marseille mit 0 Punkten. Dann haben wir die Gruppe C, Valencia mit 4 Punkten, dann Porto mit 3 Punkten, Arsenal mit 2 und Bayer Leverkusen mit 1. Und hier haben wir Dortmund verbessert alles, Schub Ajax runter. Vorne allerdings Dortmund mit 4 Punkten, der FC Barcelona gegen den Borussia Dortmund den nächsten Antritt. Dann haben wir sie, die Borussen mit 3 Punkten auf Rang 2, ebenfalls mit 3 Punkten, allerdings den geschlechten Vorbehältnis. Ajax auf Rang 3, schlussendlich mit nur einem Punkt, Juventus mit glatten -6 Toren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr wisst, was ihr tun wollt, und dann bis zum nächsten Mal, euer Sorari.